Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier heute Morgen aus den Niederlanden. Ihr wisst ja bestimmt schon hier neben mir, wenn ihr meine Videos regelmäßig verfolgt, der Jaco, ja? Der treue Reisebegleiter und Reiseführer hier immer in den Niederlanden. Und wir sind ja heute Morgen in Woerden, richtig Woerden, ausgesprochen? Woerden. In Woerden, Großraum Utrecht, gehört zu Utrecht. Provinz Utrecht. Am Rand des grünen Herzens der Niederlande, zu einer Radtour eingeladen worden vom Jaco. Der hat die vorbereitet, wie immer tippitoppi ausgearbeitet. Im Hintergrund seht ihr schon hier Windmühle. Was gehört noch dazu in den Niederlanden? Natürlich Wasser. Und schönes Wetter gehört natürlich auch dazu. Die Sonne scheint. Wir haben es ein bisschen windig. Ja, Windkraft 4. Und Stärke 4 ist schon ordentlich. Ja. Die Andrea ist auch dabei, die versteckt sich gerade da hinten. Und wir haben jetzt ein bisschen Gegenwind. Wir haben ja, Andrea und ich haben ja einen Motor, machen wir dir ein bisschen Windschatten. Und nachher haben wir dann Rückenwind. Und schau mal, was wir heute hier von dir gezeigt bekommen. Und mit der Windmühle fängt es da schon so richtig schön an, habe ich schon richtig gute Laune. Und da freuen wir uns. Ja, gerne. Wir machen die Tour. Ja. Und es gibt viele Highlights dabei. Das wird ein schöner Tag. Ja, Freunde, wie ihr seht, hat der Jaco extra alles absperren lassen für uns hier, damit wir hier mit dem Fahrrad in Ruhe durch die Stadt fahren können. Also tippitoppi, danke dafür, Jaco. Ja. Gerne, gerne. Nein, hier ist Triathlon heute und darum wird schon alles abgesperrt. Wir haben Glück, dass wir noch durchkommen. Ja, wir sind jetzt 2 Kilometer gefahren, fängt ja total idyllisch schon hier an mit dem Wasser, dem Boden und dem Wetter ist natürlich super. Und wie wir Jaco kennen, hat er natürlich richtig was vorbereitet. Hat er ja immer seinen Ordner dabei mit den Touren durchs grüne Herz. Ja. Ich habe es ja auch schon öfter in den Videos in den Niederlanden hier erwähnt. Wenn ihr Lust habt, eine Tour mit Jaco zu fahren, machen auch mehrere Leute hier schon. Da sind super. Leute hier gekommen. Freut mich. Ja. Schön. Und darum, Jaco ist immer super vorbereitet, man kann eine Menge lernen hier. Wir auf jeden Fall und wir sind da auch echt dankbar für, ne? Was ich schon gelernt habe. Ich mache das gerne. Schön. Ja. Und Jaco hat ja extra die Strecke verkürzt, weil wir haben gesagt, wenn ich Film mache und sowas, 90 Kilometer, das ist ein tagfüllendes Werk, das ist einfach zu viel, wenn man sich die Sachen noch ein bisschen Ruhe angucken möchte. Ja. Darum reichen dann 60 auch völlig aus. Ne? Andrea, was meinst du? Ja. Okay. Was ich auch immer wieder klasse finde, wenn wir eine Tour mit Jaco in den Niederlanden unternehmen, er kennt die Strecken ne? Er fährt einfach die Strecke ab, die er kennt mit uns und verlässt sich nicht auf irgendwelche irgendwelche Navigation mit Komoot wie ich. Sollte ich mich auch mal angewöhnen. Aber ne? Hier im einfach mal die Gegend erkunden, kennenlernen und dann ohne das Navigationsgerät ins Gestrüpp fahren. Muss man hier auch noch aktiv entwässern oder sind wir jetzt hier schon höher? Ja, immer höher, aber hier braucht man noch immer diese Entwässerung. Ja. Nach Utrecht ist das eigentlich über null. Okay. Also wenn die Nordsee weiter steigt, ab hinter Utrecht, dann ist man ist wieder bewohnbar. Muss man da neue Deiche bauen. Guck mal, ist ja auch idyllisch hier. Ne? Fische. Fischen mit dem Motorboot. Das wäre auch noch was für mich. So ein Bötchen fahren, ein bisschen angeln. Aber darf ich gar nicht, muss man einen Angelschein für haben. Aber darf man in den Niederlanden so angeln? Nee, muss man auch Lizenz haben. Ja, da gibt es einen Fischpass. Ja. Und die muss man dann kaufen. Und dann kann man dort angeln, wo das wo der gültig erlaubt ist. Ah, da kann man auch in de Karte sehen. Okay. Da ist das erlaubt. Also ich brauche keine extra Angelschein wie in Deutschland, so eine Ausbildung. Eine Ausbildung? Nein.
Nur eine Fischpass. Okay. Ja, wie Bötchenfahrer braucht man auch keinen Führerschein, sag man. Das braucht man auch nicht. Man kann hier eine ziemlich große Boot mieten. Ja. Und dann über die Gewässer hier rundschipperen. Durch die Schleusen und alles. Kein Problem. Ja. Ja. Sehr locker eigentlich. Wenn das alles so klappt, wenn da nichts passiert, ist ja gut, ne? Ja. Die Berufsschifffahrt ist manchmal ja doch ein bisschen frustriert drauf. Das kann ich verstehen. Ja. Wir fahren jetzt ja so ein bisschen Richtung Westen und der Jakob hat gerade erklärt, hier ist es der Boden hier auch anders. Es ist nicht mehr dieser Moorboden, Torfboden, den es halt bei ihm zu Hause in Gouda gibt, wo wir das so kennen, dann halt mit Kühen, Schafen, Tulpen. Und hier ist halt mehr Lehmboden in der Nähe vom Rhein, vom alten Rhein. Und da gibt es dann schon mehr so Obstplantagen, Obstbäume und solche Sachen. Das hat mir selbst wieder gar nicht aufgefallen, ne? Gut, dass wir einen Reiseführer dabei haben. Gucken, dass ich vor lauter Filmerei nicht überfahren werde. Und der Jakob hat gerade gesagt, ich bin ja hier mit meinem Pedelec unterwegs. Und der Performance Line CX Motor ist ja nicht der leiseste. Und der Jakob fährt natürlich hier wieder mit Muskelkraft. Ja. Und wegen mir können wir das Vogelzwitschern heute Morgen nicht hören. Ne? Das ist schon fast unangenehm. Ich mache den Motor mal aus. Aber es ist so schön, ne? Wenn man so ein bisschen Unterstützung kann, ich mache wieder an. Gerade bei dem Wind. Wenn man zum Beispiel in Berlin oder andere Schlösser in Deutschland sieht, dann ist relativ gesehen gar nicht so groß, aber doch das größte der Niederlande. Also Schloss der Haar heißt das hier? Ja, ja. Das größte Schloss der Niederlande. Und es ist eigentlich auch kein richtiges historisches Schloss mit, ja, da war früher ein Schloss, eine Burg, die war zerfallen. Ja. Und da war rund 1900 eine sehr reiche Familie, die hat die Burg, die Ruine gekauft und die hat da dann das neue Schloss gebaut. Ja. Und die waren für die Zeit Milliardäre, glaube ich. Die haben da ein romantisches Schloss von gemacht. Also der Zweck dieses Schlosses ist Romantik. Ja, okay. Ja. Soll einfach gut aussehen. Ja, ja. So ist es. Ja, sind wir mal gespannt. Und der Jakob hat auch eine Schlossbesichtigung, Schlossparkbesichtigung, irgendwas hat er Karten besorgt. Ja. Sind wir ganz gespannt, ne? Was ist da jetzt gleich hier erwartet? Schloss der Haar. Das heißt, mit der Königsfamilie hat das nichts zu tun? Nein. Das war nur eine sehr reiche Familie. Vielleicht noch reicher als die königliche Familie. Was von den Rothschilds? Ah, von Rothschild. Ja, okay. Rothschild-Familie. Und jetzt ist das noch Privatbesitz, aber auch ein Verein, die Wartung betreibt. Ja. Das kostet natürlich sehr viel Geld. Ja, also sieht doch schon ritterlich aus hier. Ja. Ja, ich dachte ja gerade schon, ja, ganz nett und hübsch fertig gemacht. Aber das war doch gar nicht das Schloss. Wir sind gerade durch diese Einlasskontrolle da durch. Und Freunde, hier wird etwas geboten. Da hatte jemand offensichtlich wirklich zu viel Geld. Ich bin immer wieder fasziniert. Der Jakob ist immer perfekt vorbereitet. Sieht ein bisschen englisch aus. Gibt es noch die Schlossführung jetzt direkt auch noch von Jakob. Ja, das war jetzt hier die Schlossparkbesichtigung vom Schloss De Haar. De Haar, ja. Und jetzt geht's weiter. Wir sehen gleich noch so ein Dorf.
was extra umgesiedelt wurde, weil es ist eine riesen Parkanlage dabei, da sieht man nochmal das Schloss von der Seite. Und die Parkanlage, das schaffen wir jetzt alles gar nicht, heute Vormittag uns anzugucken hier. Aber auf jeden Fall empfehlenswert, wenn ihr in der Nähe seid, hier unbedingt mal angucken fahren. Und wie gesagt, dieses Dorf wurde extra umgesiedelt. Das hat dann wohl da gestanden, wo jetzt gleich der Wald hier kommt. Ja, das kann man alles machen, wenn man Kohle hat, ne? Und was mir heute Morgen auch schon wieder richtig auffällt, wir fallen hier richtig auf, Andrea und ich als Deutsche, weil wir die Einzigen sind, die hier einen Helm tragen. Guck mal, Harsiliens. Das ist die Siedlung, also die jetzt ja vor 130 Jahren, da ist das Ganze ja noch gar nicht, umgesiedelt wurde. Und da sieht man auch gleich den gleichen Baustil und auch alles genauso gepflegt hier, ne? Hat man sich wahrscheinlich damals auch gefallen lassen, wenn man ein neues Haus bekommt. Ja, ja, ja. Ja, gedacht, oh, ja, 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 war besser. Man, nicht die alte Bausubstanz. Man bekam ein besseres Haus. Ja. Besseres. Das ist auch mal ein Ort, wo man eine richtige Ortsrundfahrt machen kann. Ne? Eine Stadtrundfahrt, einmal rund. Ja. Und jetzt fahren wir Richtung Leidsche Rijn. Eine Neubausiedlung von Utrecht. Und da hat man in den 60er Jahren wohl Wohnraum für bis zu 80.000 Menschen geschaffen. Bis vor einigen Jahren ist das auch noch erweitert worden. Und was da wohl richtig auffällt, sagt Jaco, dass man diesen Zusammenspiel von Autoverkehr und Radverkehr gar nicht merkt. Also jeder hat da die Möglichkeit, ein eigenes Auto zu besitzen und zu parken. Aber wenn wir mit dem Fahrrad da durchfahren, würden wir es überhaupt nicht merken, weil man sich da richtig im Kopf gemacht hat, wie man sowas plant. Guck mal, hier ist doch wieder Kirschen. Kinderbelustigung, so muss das. Man könnte jetzt meinen, wir sind jetzt hier irgendwo auf dem Land unterwegs, aber es ist schon hier diese Neubausiedlung. Ja. Und wenn man zur Seite guckt, sieht man da auch größere Wohneinheiten. Was, ja, was man so hier unter größere Wohneinheit versteht, aber 80.000 Menschen hast du gesagt, ja, insgesamt, das ist ja schon Wahnsinn. Und wir sind unterwegs jetzt hier auf den alten Dorfstraßen sozusagen, das war früher ja ein Dorf. Dorfstraße, ja. Und das hat man so als Radwege gelassen, ne? Den Autoverkehr dann praktisch komplett in dieses Neubaugebiet verlegt. Schon interessant. Reihenhäuser eigentlich ebenso viel Platz einnehmen als die höhere Bau. Ja. Denn die höhere Bau braucht auch Gelände herum, grün. Ja. Also das ist eigentlich kein Vorteil, Hochbau, für die... Vom Platz her, für Platz Menschen unterzubringen. Nein. Und die Menschen haben lieber einen Garten. Aber es ist alles keine freistehenden Häuser, alles Reihenhäuser. Ja, sehr viel Reihenhäuser. Aber ja, auch noch viel Grün hier. Dann. Ja. Ja, super. Ja. Keine Plattenbau hier. Ja, kein Plattenbau. Ja, das ist neue Siedlung, sieht man keinen Plattenbau mehr. Aber 60er Jahre angefangen, ne? Also war man damals schon so weit? Ja, hier denke ich mal ab 1990 so. Ja, okay. Ja. Also eine richtige Fahrradautobahn hier, ne? Ja, ja. Wir fahren jetzt das Maxima Park hinein. Oh, sorry, das ist zu früh. Wir müssen noch hier nicht entlang. Einmal umdrehen? Auch interessant, aber doch. Aber zu früh. Einmal umdrehen. Ja. Seht ihr, das passiert nicht nur mit Komoot, das passiert auch mit Jakob. Und auch hier für Autoverkehr verboten. Alles nur Fahrrad hier? Wahnsinn. Ja, alles Auto. Ja, das ist so eine breite Straße. Ja, das ist Maxima Park. Das ist Parkgelände. Ja. Aber die Immobilienpreisen, ja, die zijn zeer rasant gestiegen hier de laatste 10 jaar. Verdoppeld. Also met ehrlicher Arbeit kan man dat kaum verdienen, oder? Ja, ja. Schwierig. So heb ik ook die zweite Wohnung bekostigd. Ja. Ja. Ach, das hast du ohne ehrliche Arbeit verdient, die ja. zweite Wohnung. Was?
Was? Aus der Blase. Kommt Übersetzungsfehler. Kommt aus der Blase. Immobilienblase. Also als YouTuber habe ich dann eine gute Chance, irgendwann mir hier ein Haus kaufen zu können. Gut. Vielleicht. Aber doch, ich denke mir sowas ja immer, das ist zwar schön, so zu wohnen. Ja. Und teuer ist es auch, aber die ganzen Leute, die hier vorbeifahren, du hast ja ständig irgendwie Leute, die gucken. Ja. Da wohne ich ganz gerne auch in meinem abgeschotteten Garten, bei meinem kleinen Häuschen im Münsterland. Aber das ist ja auch ein bisschen niederländische Kultur, offene Fenster, große Fenster, keine Gardinen. Ja, stimmt. Da hat man kein Problem damit. Hier vorne sieht man eine alte römische Festung, zumindest ist der Festungswall so nachgebildet. Ja. Das sieht nicht nach original römisch aus. Nein. Und halt das Römermuseum hier in Utrecht. Das habe ich auch noch nicht gemacht, dass ich mit dem Fahrrad in ein Museum gefahren bin. Eintritt kostet hier auch nichts, wenn ihr mal in der Nähe seid. Hier bekommt man ein Gefühl, wie groß dann so ein Siedel war. Ja. Das war die Größe davon. Also das ist nur, um ein Gefühl zu geben, wie groß das dann eigentlich war, so eine Festung. Ja, ist alles natürlich neu. Das heißt aber auch, in Utrecht kann man gut wohnen und als Fahrradfahrer zum Arbeiten in die Stadt fahren. Ja. Klappt ganz gut. Geht sehr einfach, ja. Vernünftige Wege. Ja, jetzt könnten wir in vielleicht 20 Minuten im Zentrum von Utrecht sein, von hier ab hier. Ja. Eine Brauerei. Ja, eine Brauerei. Das kann ich in jeder Sprache. Ja. Ja, und wie heißt das? Kunst oder alles liegt ja irgendwie mal im Auge des Betrachters, was man hübsch findet. Und die Architektur ist ja sehr modern, also ist Neubau, die bauen die gerade erst. Muss man mögen. Meins ist das nicht. Ich habe es gerade noch nicht gefilmt. Das ist benannt hier nach der niederländischen Sportlerin, die sehr viel Daphne Schippers Erfolge hatte im Kunstturnen. Ja. Mit Schnelllauf. Schnelllauf. Ach, nicht Kunstturnen. Also, okay. Schnelllauf. Leichtathletik. Das ist ein großes Kanal. Ne? Und jetzt fahren wir gleich über die Schule. Ja, hier, unter. Da unter ist die Schule. Hier. Ja. Hoch und all. Und dann fahren wir jetzt über das Dach. Ja, praktisch. Hat man sich hier den Pfosten gespart. Ja. Und der Jakob fährt eine Geschwindigkeit hier. Ich weiß gar nicht, warum ich ein E-Bike besitze und kaum hinterherkomme. Ja gut, ich muss natürlich mal gucken beim Film hier, dass ich den Verkehr noch wahrnehme. Ne? Ich kenne mich ja gar nicht hier aus. Wir fahren jetzt die ältere Viertel von Utrecht hinein. So diese 60er Jahre, 50er Jahre Bau. Und da nog älter. Da bin ich gleich sehr gespannt auf die meistbefahrenste Fahrradstraße Europas, hast du gesagt, oder? Ja, Wahnsinn. Kommen wir noch durch, später. Bin ich mal gespannt. Ja. Wir hatten ja im letzten Jahr Amsterdam, hat Andrea und mir schon gereicht. Das war schon eine große Herausforderung für uns Münsterländer. Weil hier ja wirklich
alles, was bis 50 km/h darf er hier fahren. Der Motorroller, Speed Pedelecs, hier fährt ja alles auf dem Radweg. Und da erwarten uns ja gleich noch so einige Highlights hier in Utrecht. Also das größte Fahrradparkhaus Europas, ja, und die meistbefahrene Fahrradstraße. Das größte Fahrradparkhaus der Welt, ja, in Europas, ja, und die meistbefahrenste Fahrradstraße, habe ich nicht gewusst. Für mich war immer so, Fahrradfahren, Niederlande, Amsterdam. Ja. Aber Utrecht, das habe ich nicht auf der Kette gehabt. Das muss man überraschen. Na, Jakob hat ja gerade schon erzählt, das Bahnhofsviertel wird hier regelmäßig noch weiter neu gestaltet. Er sagt so lange, wie er lebt schon. Und hier ist der Hintereingang vom Bahnhof jetzt hier. Und die Autobahn sind wir gerade drüber gefahren, die läuft hier unterirdisch. Das ist das Fernglasgebäude von der Rabobahn. Ah ja, genau. Ja. Das ist hier von der Warte gesehen, ja, haben. Ein hingestelltes Fernglas. Das habe ich für mein Geld gebaut. Ja. Aber in Deutschland ist das umgekehrt. Da hat man, die Deutsche Bahn hat in Berlin ein Riesengebäude sich gebaut, ja, wo die Chefetage sozusagen ist, und die ganzen Bahnhöfe sind kaputt. Hier hat man ein relativ altes Gebäude, ja, 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 aber einen sehr modernen Bahnhof, ja, den größten, ja, der Niederlande, und ja, doch sehr modern mit dem Busbahnhof hier. Ja, das ist alles sehr neu gestartet. Ja. Wir haben gerade schon angekündigt, jetzt hier in Utrecht am neuen Hauptbahnhof das größte Fahrradparkhaus der Welt. Wie viele Fahrräder passen da rein? War das 40.000 oder? 40.000, ja, Fahrräder. Ich weiß nicht genau. Boah. Ja. Aber hier richtig mit Parkleitsystem für Fahrräder, Leute. Es gibt mehrere Etagen. Oh, naja. Na hier. Es gibt mehrere Etagen natürlich. Ja, mehrere, ja, Etagen, und dann. Ja. Das sieht auch noch sehr neu aus. Ja, ist auch. Ist auch. Und ich kenne das ja von Münster auch. So ein Fahrradparkhaus gibt es da am Bahnhof auch, aber nicht so groß. Und das hat mich gekostet, ich glaube, immer 7 € im Monat. Da habe ich auch schon mal 2 Jahre mein Fahrrad stehen gehabt in Münster. Und Jakob sagt, hier in Utrecht ist kostenlos. Ne? Kannst du einfach hier in die Palette reinstellen. Den ersten Tag oder so. Am ersten Tag. Musst du abonnieren. Hier steht hier, ja, genau. Aber. Kannst das Fahrrad hier auch so reinstellen. Direkt nach dem Bahnhofsviertel gibt es eine kleine Zeitreise. Jetzt geht's jetzt hier in die Altstadt von Utrecht. Da ist der Turm, und jetzt ist ja hier schön der Kanal, ja, oder du sagst ja nicht Kanal dazu, das, ja, ist Single. Single. Und da, so sah das. Ach so, das war, jetzt ist es hier, wo es jetzt ist, ja, einfach die Straße hier durch. Ja. Nichts schön, alles neu. Ja. Sieht aus wie alt, ne? Ja. Guck mal, hier war eine Straße. Da war früher eine Autobahn, da habe ich noch mit dem Autobahn. Auto durchgefahren hier. Ja. Wahnsinn. Ja. Was man alles machen kann, ne? Wenn man, ja, will. Wenn man will. Also damit hat man auch die Single geschlossen. Man, ja, kann jetzt wieder um die Stadt herumfahren. Mit dem Boot kann man rumfahren. Ja, sieht. Ah, okay. Die Altstadt war früher so. Ja. Das ist die Single jetzt. Das war die Wassergrabe, die, ja, die Altstadt schützen sollte. Und dann hat man jetzt wieder hier, war das eine Autobahn. Und jetzt hat man da wieder Wasser gemacht. Das ist aber jetzt nicht neu gemacht worden. Das ist, nein, das ist alt. Das ist die alte Gracht. Und Unterschied mit der Amsterdamer Gracht ist, dass es hier eine Ebene gibt. Hier am Wasser,
wurden die Güter unten in die Keller geladen und die gehen dann unter die Straße durch nach die Häusern. Ah. Und die Keller, die hat man jetzt umgestaltet nach Bars und Restaurants. Vor allem hier, da Richtung Zentrum, da gibt es allerhande Restaurants und so weiter in diese Keller. Okay, und früher war es einfach, dass man ein Schiff ausladen konnte. Ja, so hinein. Und dass man das dann praktisch direkt im Haus hatte. Ja. Und ich habe in Utrecht studiert. Ja. Und das war die Fachhochschule dann. Und da habe ich Landvermessung studiert und die Schule hat ein Stammcafé, wo wir mit einander, die Studenten, immer ein Bierchen trinken. Ja. Und das Stammcafé ist da. Wir werden das Stammcafé jetzt da passieren. Lädt auch direkt einmal so eine Bootstour zu machen, ne? Ja, ja. Man kann auch eine Rundfahrt machen hier, ne? Mit dem. Also da ist mein Stammcafé, Ledegerf. Ja. Da kennt man dich. Ja, jetzt nicht meer. Dat is zo lang geleden. Voor 40 jaar of zo. Okay. Maar het café gibt's nog. Ja, het gibt nog immer hier. Datzelfde café is nog immer daar. Ja. Dat is de hoogste kerkturm der Niederlande. Das ist der höchste Kirchturm in Niederlanden, aber die größte Kirche war doch in Gouda, oder? Das längste Schiff. Das längste Kirchenschiff. Aber das höchste Kirchturm ist hier. Der Dom von Höher Utrecht. Als in Delft, wo die königliche Familie begraben ist. Da ist die Kirchturm nicht so hoch als hier. Ah ja. Hat man hier noch ein bisschen mehr investiert? Ja, damals. Das war früher ein sehr wichtiger Standort von der. Ja, von das Christentum in den Niederlanden. Ja. Hier sieht man dann die. Hier so. Also, das ist auch eine Geschichte. Dann diesem Teil, der Kirche, war früher verbunden mit dem Turm. Aber da hat es einen großen Sturm gegeben. Also da ging es weiter, ging es und eine Tornado und dann ist das alles weggegangen und das hat man nie neu wieder gemacht. Ein Harry Potter Gefühl, als man da in kann man hineinlaufen, kostet nichts, ist kostenlos. Ich warte hier auf die Fahrräder, nur 2 Minuten, nur so um die Ecke schauen. Ist interessant zu sehen. Da hätte man Harry Potter drehen können, hast du recht. Ja, aber auch Feiertag in den Niederlanden jetzt hier heute Pfingstmontag und dementsprechend auch ordentlich was los. Kaum zu glauben, aber auch in den Niederlanden gibt es eine Fußgängerzone. Hier müssen wir absteigen, dürfen das Fahrrad nur schieben, aber hier ist auch viel zu viel los, dass man hier einfach durchradeln kann. Und total spannend, Andrea, ne? Was wir hier heute wieder mit dem Jaco erleben. Das ist auch immer wieder die paar Kilometer, die wir hier hinfahren, sind jetzt heute Morgen knapp 200 gewesen von uns zu Hause. Aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und Andrea und ich haben gerade schon mal gesagt, wir kommen auf jeden Fall noch mal wieder. Haben wir im letzten Jahr ja auch schon gesagt, ne? Als wir durch Leiden gefahren sind, durch die Tulpenfelder und alles. Müssen wir mal machen, ne? So ein Wochenende ohne Kamera. Einfach mal die Gegend genießen hier und in Ruhe alles angucken. Ne? Jaco hat ja hier 14 Sehenswürdigkeiten heute geplant auf 60 Kilometer. Da erinnert man sich am Ende des Tages erstmal direkt gar nicht mehr so kaum dran. Erst wenn man das Video fertig hat und dann alles noch mal sieht.
sind jetzt hier am Eisenbahnmuseum in Utrecht und das sollte eigentlich mal auch der eigentliche Bahnhof werden, aber es gab früher verschiedene Eisenbahngesellschaften und diese hier hatte das Rennen nicht gewonnen. Wir machen jetzt eine kleine Pause hier und ins Museum selber gehen wir nicht rein, aber hier haben ein bisschen mehr Ruhe als in der Altstadt gerade. Doch mal ein kleines Snackpäuschen. Wir sparen uns natürlich den Eintritt jetzt hier. Und Jakob hat gerade gesagt, das ist der Zug hier, mit dem Königin Beatrix damals zum Skifahren in die Alpen gefahren ist. Der originalkönigliche Zug jetzt hier. Ja, im Eisenbahnmuseum. Und der ist noch ein bisschen älter. Ja, aber dahinter gibt es noch viel mehr von diesen. So kann man auch Museumsbesichtigungen machen, ohne Eintritt zu bezahlen. Ja. Hier kommt jetzt gleich der älteste Radweg der Niederlande. Ja. Hier war früher halt eine Strecke extra freigegeben für diese, sag mal, Hochräder, ne? Also wo die hinten das kleine Rad haben und dann, wo man die Pedale an dem großen Rad vorne hatte. Also richtig hier 1800 irgendwas, 19. Jahrhundert. Ja, rund 1900 so ein bisschen. Und war das. Ja. Das ist hier der älteste Radweg der Niederlande. Ja. Wahrscheinlich auch der erste der Welt dann, oder? Glaubst du in Deutschland schon mal vorher ein? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist eine Malibahn. Malibahn. Das ist früher angelegt für das Malispiel. Man braucht eine lange Strecke, wo man mit einem Ball werfen konnte. So ein spezielles Spiel war das. Das war damals sehr populär. Gibt es gar nicht mehr heute. Aber dafür hat die Stadtverwaltung diese Strecke angelegt. Und da standen die Häuser da noch nicht. Ja. Und später hat man all diese Häuser hier hingesetzt. So. War natürlich eine schöne Allee, um zu wohnen. Jakob sagt, wir kommen jetzt hier in die teuerste Ecke von Utrecht. Ja. Obwohl ich die kleinen Häuschen auf dem Weg hierhin schöner fand. Aber okay, na klar, Innenstadtbereich ist immer teuer. Das heißt, als Angestellter hat man hier kein Eigentum. Ja. Da muss man schon der Chef sein. Ja, ja. Eigene Unternehmer. Oder der Chef vom Chef. Ja. Alle Berater, hè? Die wohnen... Berater, das, stimmt. Berater, ja. Beraterhonorare, ja, genau. Ja. Das gibt es ja auch hier. Ja. Finanzielle Berater. Ja. Ja, hier ein bisschen ein Eindruck vom Park. Kann man ja gut verstehen, waarom wir drehen dann wieder om hier, hoor. Warum hier die rijkste mensen van Utrecht leven. Rondom. Hier komen we aan dat Bauhaus, aan dat Rietveld Schröderhaus. Hier is dat. Dat is links hier? Links hier, dat weiße Gebäude. UNESCO Weltkulturerbe. We kunnen hier mal stehen. Is UNESCO Weltkulturerbe? Jetzt fragt ihr euch, warum? Das ist schon vor 100 Jahren so gebaut worden. Und war damals halt hochmodern und passte überhaupt nicht in die sonstige Architektur der Zeit. Die Autobahn war da noch nicht, die ist später gebaut. Die Autobahn. Autobahn. Ja. Also das ist die erste Ringstraße von Utrecht. Ja. Und dann gibt es noch eine zweite Ringstraße, aber das war die erste Ringstraße. Da sieht man das Appartementgebäude da. Das steht an die andere Seite. Und diese Apartments hier auch? Über 100 Jahre alt. Habe ich auch gesehen, dass da gibt es die alte holländische Wasserlinie und die war im 17. Jahrhundert das wichtigste Verteidigungsmittel von Holland
für feindliche Angriffe. Dann wurde das Land unter Wasser gesetzt. So konnte man sich schützen gegen den Feind. Aber in 1672 war das doch ziemlich ein Problem. Das Eis war gefriert und hatte nicht viel, wie sagt man das, das war fast war man überlaufen durch ja. Die Franzosen war das damals. Die kamen hier so und man hat fast das zurückgehaald. Sonst hätte es keine Nederlanden mehr gegeben. Aber danach, in sag mal 18. 19. Jahrhundert, dachte man, ja, das ist eigentlich zu viel nach dem Westen. Wir müssen mehr östlich auch noch eine zweite Verteidigungslinie machen, eine Wasserlinie. Also dies ist viel moderner. Und all diese Punkte, das sind alle forten. Auch die Durchgänge hier, zum Beispiel hier, sieht man, da kann man durchgehen. Hier gibt es kein Wasser. Daarom gibt es so viele forten, um das zu verteidigen. Und einer dieser forten ist da. Kann man auch sehen, wie das dann da aussieht. Das ist eine Wassergrabe in einer Sternform, zodat man das goed verteidigen kan. En wenn man so herumfahrt, dan bespürt man auch, dass man die Sterne folgt. Aber jetzt ist das ein Naturpark mehr als eine. Ja, het hat keinen Zweck mehr. Militärisch ist das jetzt nicht mehr in Betrieb. Aber ja, het is Kulturerbe. En so gibt es sehr viele von diesen Forten. Wieder ein bisschen besserer Ton. Ich musste mal die ganzen Akkus nachladen. Ne? Mit Jaco unterwegs, es gibt so viel zu filmen. Da reicht eine Ladung Funkmikrofon, Akku gar nicht aus. Und auch die Speicherkarte, ich muss echt haushalten heute mit Videoaufnahmen. Ich habe schon über 2 Stunden Filmmaterial. Wie soll ich das in ein Video bekommen, Jaco? Ich muss zwei ja, Teile davon zwei davon. Da muss ich nachher mal gucken, genau. Wie die Allgäu-Tour. Ja, machen wir Vormittag und Nachmittag getrennt. Nein, es wird natürlich einen Teil sehr gut komprimieren dann, ne? Und der wird 45 Minuten wird er dauern. Habe ich mir jetzt vorgenommen. So. Das ist jetzt der neue Amsterdam-Rhein-Kanal. Dann waren wir schon noch am alten Amsterdam-Rhein-Kanal. Und am alten eigentlichen Rhein, und da hatte ich auch schon gesagt, müssen wir eigentlich mal eine Tour machen. Der ja. Eurovelo 15, der jetzt ausgeschilderte, gepriesene Rheinradweg, läuft ja gar nicht am Rhein entlang. Nein. Der wird ja, wie heißt der Ort nochmal, wo der abgestaut wurde? Werk bei Döstede. Der wurde ja abgestaut und dann, ja. Dann heißt der jetzt ja De Lek. Aber ist gar nicht der Rhein, weil den alten Rhein gibt es ja noch, da waren wir ja. Aber da ist nicht der Rheinradweg. Ist das zu verstehen? Nein. Da müssen wir nochmal. Eigentlich mal kann man da, man muss mal gucken. Ich versuche mal eine Strecke daran ja, zu planen. Ja, wir fahren jetzt und dann fahren wir mal zurück, fahren wir auch entlang der Leitze Rhein. Ja, siehst du? Also dann fahren wir entlang der Rhein jetzt. So, den richtigen zurück. Rheinradweg. Ja, ja. So. Ja, jetzt zurück die ganze Weg Richtung Woerden entlang der Rhein. Und die nächste Sehenswürdigkeit ist natürlich gar nicht lange auf sich warten. Und zwar hier könnt ihr das Ende der Straße gar nicht sehen. Ja. Des Radweges besser gesagt, weil der Radweg ist, weißt du wie viele Kilometer? Aber viele, viele Kilometer. Ja, Kilometer lang. Und wohl die längste Radstrecke
gerade Radstrecke ja. Der Niederlande. Ne? Ja, sehr doof, um zu fahren. Ja. Ja, wenn man Rückenwind hat, ist das gut. Und wenn man Gegenwind hat, und sonst ist es langweilig. Ja, ne? Die alte Bahntrassenwege, wo uns die Radbahn Münsterland, wenn man irgendwo hinkommen will, ist es gut. Ja. Und sonst schön ist das nicht. Ja. Irgendwann ist es langweilig. Nur für schnell durchgehen. Ja. So, Freunde, das, was ihr hier seht, was aussieht wie so ein kleiner Kanal, das ist der eigentliche originale Rhein. Also hier jetzt ein bisschen in die Richtung gezogen, ne, kanalisiert, aber das ist der eigentliche Rhein. Ja, der Limes. Und was die Grenze vom Römischen Reich damals war, was war der Rhein, ja? Ja. Ursprünglich. Und nicht hier nach Hoek van Holland, da Euroville 15, nein, das ist alles nur künstlich. Ja. Weil die Deutschen nicht glauben wollen, dass das der Rhein ist natürlich. Die sehen zu Hause so breiter Fluss, die kann nicht, das kann doch so klein werden. Ja, da kann doch kein Rhein sein. Na gut, das Wasser wird jetzt ja umgeleitet. Das glaubt man doch nicht. Ja, stimmt natürlich. Ja. Also ich nehme das mal vor, auf jeden Fall jetzt hier eine Strecke zu planen, entlang dem originalen Rheinradweg, der dann auch Rheinradweg heißt, weil der Fluss einfach auch Rhein heißt. Der heißt ja auch immer noch Rhein hier. Und da musste alles umgebaut werden. Alle Schilder müssen dann hier entlang. Alle Schilder müssen, genau, die sammeln wir ein. Also Peter, ne? Ja. Pack schon mal Werkzeugkasten ein, wir sammeln diese ganzen Euroville 15 Schilder ein und hängen die hier auf. Ja. Ja, zu Beginn der Tour habe ich ja schon erwähnt, dass die Strecke da abgesperrt war. Und jetzt ist der Triathlon noch nicht voll in Gange. Da müssen wir mal gucken, ob wir überhaupt hier langkommen. Dann müssen wir, denke ich, mal so herum. Das ist die Triathlon. Ja. Aber dadurch, dass wir jetzt hier einen Umweg fahren müssen, gibt es noch so ein bisschen Naturidyll dazu, was eigentlich ja gar nicht geplant war auf dem Weg zur Frittenbude. Ja, nach 2, 3, 4, 5 oder 7 Kilometern Suchen haben wir jetzt auch eine offene Frittenschmiede hier gefunden in Wurden. Und wegen dem Triathlon haben die irgendwie alle geschlossen, keine Ahnung. Alles ist gesperrt hier wegen die Triathlon. Oder wegen Feiertag, wir wissen es nicht. Ja. Und die Tour endet dann praktisch jetzt hier, das Video zumindest. Wir essen jetzt noch ein lecker Frikandel-Spezial und Pommes. Quatschen ein bisschen und zusammenfassen. Das waren so viele Eindrücke wieder. Ja. Das Tollste fand ich, dass wir uns mal wieder gesehen haben, dass wir eine Tour unternommen haben. Ja. Das erste Mal in diesem Jahr. Und schön. Ich habe immer so wenig Zeit, aber ich muss mal nicht viel mehr Jahr Zeit. Muss man jedes Jahr sowieso für die Niederlande Zeit nehmen. Nächstes Jahr die königliche Tour vielleicht nach Die königliche Haag. Tour, ja. Nach Den Haag. Okay, guck mal hier. Ne? Ja. Das ist schon mal Aussicht fürs nächste Jahr. Ja. Und wir hoffen jedenfalls, dass euch das gefallen hat, uns hier zu begleiten mit den ganzen Eindrücken. Ich bin echt gespannt, wie lange das Video nachher wird. Speicherkarte ist gleich voll, 128 GB vollgefilmt. Und wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und begleitet uns auch das nächste Mal wieder, wenn Jakob was vorbereitet hat hier in den Niederlanden. Gerne. Ja? Immer viel Spaß, das zu machen. Und wer Lust hat, mit ihm zu fahren, melden. Ne? E-Mail-Adresse ist unten in der Videobeschreibung. Ja. Und haben ja schon einige gemacht. Könnt ihr was Tolles sehen, viel erleben. Und auch wirklich viel dazulernen. Ich habe viel gelernt hier bei dir. Also danke schön dafür. Ja, gerne. So, wir gehen jetzt was essen.
Und Andrea, wollt ihr noch Schluss sagen? Andrea hat keine Lust mehr, so viel Fahrrad fahren.